Der allerwichtigste Schutz vor Coronaviren ist einfach, dass wir nicht in unser Gesicht fassen. Auf Englisch, keep your hands low. So, eine weitere Möglichkeit, Dritte zu schützen, sind die selbstgemachten Mund-Nase-Abdeckungen, so sollte man sie nennen, um sie nicht im gleichen Atemzug mit professionellen Schutzmasken zu bezeichnen. Wichtig bei denen ist, dass man darauf achtet, wenn hier ein Draht drin ist, was sehr sinnvoll ist, um die Abdeckung lückenlos hinzubekommen, dann darf man sie aber nicht in der Mikrowelle reinigen, weil dann kann es mit dem Draht zu Problemen kommen. Es genügt Waschen bei 60 Grad oder mehr oder Bügeln mit dem Dampfbügeleisen. Das ist auch eine gute Möglichkeit der Desinfektion. Wenn wir die Schutzmaske jetzt umtun, dann sollten wir sie anpassen, dass möglichst nicht die Brille beschlägt, weil wenn die Brille beschlägt, ist das ein Indikator dafür, dass wir oben durch ein- und ausatmen. Diese Masken schützen uns nicht zuverlässig vor Ansteckung, aber sie verhindern, dass wir eventuell andere Menschen anstecken. Das Problem ist jetzt, was man oft draußen auf der Straße sieht, dass Menschen andauernd diese Masken ab- und aufsetzen. Und dadurch widerspricht das natürlich dem ersten Grundsatz. Diese Masken dürfen uns nicht verführen, in unser Gesicht zu fassen. Deswegen, wenn man sie einmal aufgesetzt hat, sollte man sie auch aufgesetzt lassen. Und wenn man sie absetzt, an einer Seite anpacken, hinter dem Ohr, wenn es die Masken sind mit den zwei Ohrengummis, an einer Seite anfassen und dann so absetzen, dass ich nicht dabei das Gesicht berühre, weil ich kann ja über meine Finger, über Türklinken, Handgriffe, Handläufe von Treppen und so weiter Viren an den Fingern haben und die schaden überhaupt nicht, solange die auf den Finger sind, aber eben, wenn ich sie ins Gesicht bringe.